Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier geht's weiter mit einer neuen Folge Dungeon Defenders 2 und ich bin schon wieder etwas in Eile, denn es wurde schon wieder eine Serverwartung bzw. Patch-Nachricht gepostet vorhin. In einer Stunde geht der Server down, glaube ich zumindest. Also muss ich mich ein bisschen ranhalten, dass ich die Folge jetzt noch durchkriege. Und ich hoffe mal, ich habe Glück, ein bisschen schief gebaut hier vorne, aber es macht nichts. Lightfruit Forest steht an und zwar habe ich jetzt schon mal hier ein bisschen was hingebaut. Ich versuche jetzt mal tatsächlich hier Quap zu beschützen. Ich hoffe mal, das funktioniert, denn es gibt dann natürlich mehr XP. Hab relativ Glück gehabt hier drüben und dort ist halt physischer Schaden. Das ist ganz in Ordnung, glaube ich. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, dass wir dann hier auch direkt mal vorankommen. Nicht, dass ich dann tatsächlich mal wieder vom Serverdown betroffen bin. Hat jetzt schon zweimal, leider Gottes, und irgendwie scheinen die immer dann zu patchen, wenn ich gerade aufnehmen will. Ich verstehe das nicht. Soll ich mal irgendwie andere Zeiten raus und so patchen? Ich habe halt auch nicht den ganzen Tag Zeit. Von daher etwas schwierig. Naja, gut. Klappt, wie gesagt, irgendwie schon noch. Hoffe ich. Und dann hoffe ich mal, dass morgen die Folge dann etwas entspannter läuft. Dass ich ein bisschen früher zum Aufnehmen komme. Beziehungsweise, dass kein Server down ist. Wäre schon ziemlich cool. Aber naja, wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders, ne? Schließlich wollt ihr auch was sehen. Wollt ihr immer täglich neue, frische Videos von Dungeon Defenders 2. Kennt euch doch, ihr Suchtis. Ja, die müssten mal irgendwie noch ein bisschen Schaden an den Barrikaden machen, denn ich habe halt noch eine Daily Quest, die 50.000 Schaden an Barrikaden erfordert. Also, dass sie 50.000 Schaden erleiden. 30.000 oder so habe ich jetzt inzwischen. Fehlt noch ein bisschen was. Aber hier kommt halt auch nichts ran. Naja gut, die größeren Brocken kommen gleich noch. Ich denke mal, da wird noch einiges gehen vom Schaden her. Aber je weiter man fortschreitet im Spielverlauf hier bei der Karte, umso unwahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass da überhaupt jemand in Richtung Barrikaden vordringt. Aber naja. Wenn nicht in dieser Karte, dann in der nächsten oder übernächsten oder überübernächsten. Wir werden sehen. Wird schon irgendwie funktionieren. Muss ja ohnehin als Daily Quest jetzt 3 Karten gewinnen. Also von daher habe ich noch ein bisschen was zum Spielen. So, schnell das Mana einsammeln. Dann rüsten wir mal schnell noch die Auren auf, dass die zumindest mal Stufe 1 haben. So, da haben wir schon alles. Kann ich also quasi gleich zum nächsten. Ich hätte die hier auch weiter vorne bauen können, also hier vorne so auf der Schräge da, beziehungsweise auf der Schräge, an der Kurve da meine ich natürlich. Aber, naja. So, ich hole mal kurz noch die Jägerin, da können wir noch ein Bümpchen oder zwei bauen. Wir haben ja noch ein bisschen DU übrig, wie viel haben wir noch? 1000, was haben wir? 1030? Ja, ich glaube 1030 soll das heißen. So, dann rüsten wir die noch auf. Wechseln wir schon mal wieder auf den Ritter, der braucht ein bisschen XP. Ich möchte den unbedingt auf Level 50 haben, dass er zumindest ein bisschen XP-Bonus für die anderen Helden im Deck gibt. Dann wäre das ziemlich cool fürs Leveln. Ja, Quapp, ne? Diesmal geht's dir gut. Kriegst nicht aufs Maul, so wie sonst immer. Noch nicht zumindest. Aber er sollte eigentlich jetzt dafür sorgen, dass keine Lufteinheiten kommen. Sehr schon mal ziemlich cool. Ah, da hätten wir wahrscheinlich mal einen, der auf die Barrikaden schießt. Sehr schön. Gute Arbeit. Auch wenn er jetzt natürlich schon tot ist, aber der nächste kommt bestimmt. Also, Lufteinheiten kommen natürlich schon, klar, von den Seiten, aber hier vorne zumindest nicht. Weil da hat man sonst immer das Problem, wenn Quap tot ist, dass dann noch von vorne Lufteinheiten kommen.
hat man immer ein bisschen mehr zu tun. Aber generell ist das ja bei der Karte sowieso ein bisschen merkwürdig mit dem... Oh, ein Legendary Item. Itemstufe 88. Ja. Ja, muss ich mir mal in Ruhe angucken, ob das sinnvoll ist, als das, was ich gerade aktuell trage. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau, ja. Mit den Lufteinheiten ist sowieso ein bisschen merkwürdig, denn hier von links und von rechts, die fliegen halt wirklich kurz über dem Boden lang auf der Bahn und rennen natürlich in den ganzen Bomben und Auren rein. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. Ich meine, als Flugeinheit, ich würde den kürzesten Weg nehmen und der, der idealerweise an den Verteidigungsanlagen vorbeiführt, wenn ich so ein Wyvern wäre. Na, wer nicht will, der hat schon. So, jetzt haben wir hier ein... Was haben wir hier? Tasca müsste das sein, wenn ich es richtig sehe. Gibt ja eigentlich gar nicht so viele Mini-Boss-Schweine, also ich glaube, es gibt tatsächlich nur Tasca. Bei den Goblins gibt's zwei, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Magier gibt's auch nur einen. Malzius seines Namens, die alte Pappnase. Wen haben wir denn hier? Ja, Tasca. Alles klar. Mensch, der hat ja richtig viel Loot getroppt. Unglaublich. Das ist ja die Hölle. Wahnsinn, dass der so viel gedroppt hat. Unglaublich. Wenn es so weitergeht, dann bin ich ja schon in 0, nichts top ausgerüstet für das Endgame. Item Power Level 800 irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob heute auch schon wieder irgendwie ein Patch kommen soll oder so. Also habe jetzt vorher nicht so genau gelesen, was dann jetzt genau gemacht wird beim Server Down. Ob es jetzt nur Wartungsarbeiten sind oder tatsächlich ein Patch, ich weiß es nicht. Werden wir dann gleich sehen, wenn es soweit ist. Ja, kann ich dann in der Zwischenzeit, während der Server down ist, hier glaube ich noch eine Folge Arc oder sowas schneiden, rendern und hochladen, dass das auch wieder auf dem aktuellen Stand ist. Das ist übrigens ein sehr cooles Spiel, Arc Survival Evolved. Das ist richtig cool gemacht. Ich meine, es gibt ja tausende Millionen Überlebensspiele, H1Z1, DayZ oder irgendwie wie sie alle heißen, und das ist aber tatsächlich mal ein Spiel, was richtig, richtig Bock macht. Weil gerade zum einen das Setting mit den Dinosauriern ist richtig cool. Die Grafik ist bombastisch, also Wahnsinn. Ist auch insgesamt sehr, sehr stimmig, das ganze Spiel an sich. Die Funktion, die es im Spiel gibt, also beziehungsweise die, ja doch, Funktion kann man schon sagen. Die ganzen Sachen, das Bauen, das Crafting selber, wie gesagt. Das Konstruieren, das Jagen, das Sammeln von Rohstoffen, das macht alles richtig Bock. Und wir spielen das zusammen hier bei unserem Kanal. Quasi Anni und ich. Und kann ich nur empfehlen, dass ihr mal reinschaut, wenn euch das interessiert, das Spiel. Könnt ihr gerne mal bei unserem Kanal in das Let's Play reinschauen von Ark. Und kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Das Spiel ist richtig, richtig gut. Kostet auch nicht wirklich viel. Ich glaube, aktuell 25 Euro oder irgendwas im Dreh. Ist zwar noch Early Access, aber das macht nichts. Die sind halt wirklich schon richtig weit. Und ich denke mal,
da wird sich auch demnächst noch einiges tun. Man hat das ja schon gesehen, alles was so an zukünftigen Änderungen noch kommen soll von den Entwicklern, was angekündigt wurde, das klingt alles richtig, richtig klasse. Also wenn ihr Bock drauf habt, guckt es euch gerne bei uns im Kanal an, das Let's Play. Und ja, vielleicht können wir euch dann animieren, vielleicht auch das Spiel zu kaufen, die Entwickler zu unterstützen und selber Spaß zu haben im Spiel mit den Dinosauriern. So ein, ich meine, geht doch nichts über so einen T-Rex, wenn er durchs Unterholz strolcht und man gerade beim Holzabbauen ist und vom T-Rex vernascht wird. Ja, das ist wirklich extrem spannend. Es gibt kaum ein Spiel, wo man sich nicht, oder also für mich zumindest, es gibt kaum ein Spiel, wo ich mich tatsächlich bei einfachsten Aufgaben ständig umschaue, über die Schulter blicke, dass mir nicht irgendwie so ein T-Rex oder ein Kano ja ans Leder will. Das passiert wirklich bei wenigen Spielen, dass man wirklich ständig in Gefahr schwebt. Ich meine, klar wird man später auch mächtiger, man hat auch bessere Rüstung etc., Waffen und sowas. Da wird man nicht mehr von kleinsten Viechern umgelegt, aber gerade am Anfang, wenn man halt wirklich nichts hat, in einer Strohhütte lebt, irgendwie so notdürftig zusammengeflickten Speer trägt, aus ein bisschen Feuerstein und einem, ja, dünnen Ästchen zusammengeschraubt, da hat man schon wirklich noch Probleme. Der kann natürlich auch beim kleinsten Treffer kaputt gehen, wie soll es denn auch anders sein? Später ist es natürlich ein bisschen anders, aber das Spiel macht richtig, richtig viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich, aber als ich es gesehen habe, das erste Mal dachte ich so, oh, Dinosaurier, muss ich mir angucken. Das ist mal was anderes als ständig diese Zombie-Apokalypse und hast du nicht gesehen. Ich meine, ich mag Zombies auch sehr gerne und postapokalyptische Spiele mag ich auch sehr gerne, aber es kann ja doch gerne mal was anderes sein nebenher. Gerade wenn es so Survival-Games gibt, die halt wirklich immer irgendwie gleich sind. Zombie-Apokalypse, man muss irgendwie sich durchbeißen, irgendwie eine kleine Basis aufbauen und versuchen, nicht von den Zombies zu werden. Dann, ja, ist das, wie gesagt, mit den Dinos doch schon mal eine willkommene Abwechslung. Und allein, wenn man sich schon mal die Grafik anschaut von dem Spiel, ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Grafik-Junkie. Ich meine, ich mag natürlich auch Spiele, die eine gute Grafik haben, natürlich, klar, wie soll es denn auch anders sein, aber für mich ist das Spielgefühl in erster Linie entscheidend. Also das muss stimmig sein, das muss passen. Wenn das nicht passt, ist es völlig egal, wie das Spiel aussieht. Da kann das noch so eine gute Grafik haben, wenn es keinen Spaß macht und ja, irgendwie nach einer kurzen Zeit schon öde wird, dann ist es natürlich eine verschwendete Mühe, quasi da so eine Bombast-Grafik zu implementieren, weil das wird Spieler auf Dauer nicht fesseln. Selbst die, die auf Grafik stehen, also wirklich auf Bombast-Grafik, wenn man nichts zu tun hat, wenn man keine sinnvollen Aufgaben hat, wenn man keine, ja, weiß ich nicht, also wenn das Spiel insgesamt scheiße ist, hilft, wie gesagt, auch Grafik nicht. Andersrum ist natürlich so, wenn das Spiel gut ist, hilft natürlich eine Grafik noch mehr, muss man auch sagen. Und gerade wenn man sich so mal anguckt, was noch bei Ark Survival kommen soll. Also ohne anderem noch neue Biome, so mit Sumpf und Schneelandschaften und weiß ich nicht. Und noch neue Höhlen und Unterwasserbasis bauen, also ein Kram und Tauchanzüge. Und also ist schon auch vor allem ein interessanter Mix zwischen dem Dino, ja, Gedönse, sag ich mal. Also die ganzen Dino-Elemente mit etwas futuristischen Sachen, denn man ist da ja im Prinzip ja auf seiner Insel gefangen, will ich jetzt nicht sagen, obwohl ja doch eigentlich, also gestrandet, sag mal lieber gestrandet. Und da ist halt so, man hat natürlich auch irgendwann mal ein bisschen Hightech-Waffen zur Verfügung. Stromgeneratoren kann man bauen und Werkbänke, Fabrikatoren und also Zeug, was man halt braucht, um zum Beispiel Sturmgewehre und Raketenwerfer und also Granaten und so ein Zeug herzustellen. Oder halt wirklich Stahlplatten für eine Basis oder irgend so ein Kram. Also es ist halt wirklich alles schon irgendwie kombiniert. Und gerade die Mischung ist so wahnsinnig interessant und geil, finde ich. Also macht echt eine Menge Bock. Wie gesagt, schaut es euch gerne mal an bei uns im Kanal und macht euch selber ein Bild davon. Mensch, und die Zeit verfliegt ja schon wieder vom lauter Reden. Haben wir jetzt schon wieder Runde 6 erreicht. Geht doch echt fix. Mal ganz kurz das Zeug ansammeln. Dann rüsten wir den
Quark noch auf. Andere Seite machen wir natürlich auch gleich noch. So, ich starte schon mal die nächste Runde, dass wir hier durchkommen von der Zeit her. Und aufrüsten kann ich hier nebenher noch ein bisschen. Ich muss auch tatsächlich mal zusehen, dass ich noch ein bisschen XP ranbekomme und ein bisschen Ausrüstung. Denn ich muss noch Onslaught-Mode spielen für die monatliche Quest. Die wird ja am Ende des Monats resettet, glaube ich. Also die verschwindet dann. Und ich möchte natürlich unbedingt vorher das Tiger-Pet haben. Ich mag Tiger über alles und gerade das Pet, das wäre richtig, richtig cool. Wenn ich das bis dahin hätte. Aber wie gesagt, da muss ich halt noch 24 Runden Onslaught-Mode spielen und irgendwie auch überstehen. Das ist nicht so einfach. Ich habe es mal probiert. Gerade alleine ist natürlich schwierig. Wenn ihr da Bock drauf habt, zusammen vielleicht die Quest zu machen, könnt ihr mir gerne schreiben. Hier direkt unter die Videos drunter auf dem Kanal oder gerne auch einfach bei Steam adden Zoss Leerzeichen Gaming und dann können wir da vielleicht zusammen die Daily Quatsch, naja, die Daily Quest, nicht die Monatsquest machen, die Monthly Quest. Wie gesagt, schreibt mir einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Ich selber alleine schaffe es noch nicht, dafür ist meine Ausrüstung noch nicht gut genug, aber das können wir noch ändern, indem man noch ein bisschen farmt, aber dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, zusammen kann man das auch mit ein bisschen schlechterer Ausrüstung absolvieren, denke ich mal. Das sollte nicht das Problem sein. Der Boss kommt von dort, sehr schön. Können wir den gleich dort tanken. Das mal das ganze Mana einsammeln. Wobei, glaube ich, gar nicht so viel rumliegt. Wir werden natürlich auf alle Fälle noch die Türme hier aufrüsten, damit die ein bisschen mehr Schaden machen gegen den Boss. Gegen den Ogre, der da gleich kommt. Den restlichen Bahnen sollte es eigentlich ganz gut aussehen, dass sie das alleine schaffen. Brauche ich nicht unbedingt aufpassen. Man kann zwar jetzt ab und zu mal noch ein bisschen schauen, solange der Boss noch nicht da ist. Seht's ja, es läuft ganz gut. Von daher alles nicht das Problem. Ja, die sind auch schon ziemlich angeschlagen, bevor die überhaupt in Reichweite kommen von den ganzen Türmen und Barrikaden. Also von daher, alles super. So wie es sein soll. Und da haben wir den Ogre. Gleich mal einen Empfang nehmen hier vorne. Alter, was macht denn hier so viel Schaden, sag mal? Die haben auch eine ganz gute Crit-Chance, aber die haben, glaube ich, auch ganz gut gekrittet, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. 8000 Crit? Boah, kann man schon mal mitnehmen für so einen Ogre, der auch nur irgendwie was um die 140.000 Lebenspunkte hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, geht in Ordnung, würde ich sagen. Und damit hätten wir auch die Karte geschafft. Lifewood Forest ist gerettet. Die Eier sind, naja, kurzzeitig in Sicherheit. Ihr kennt's ja schon, wenn ihr schon öfter hier geschaut habt.
Und die epische grüne Kiste. Naja, ihr kennt es ja schon. Ich lasse es mal laufen. Für die, die es noch nicht kennen. Oh nein, die Eier werden gestohlen von Betsy. Und Purpella ist wahnsinnig traurig. Der erinnert mich immer an Crumpy Cat. Ich weiß auch nicht warum. Liegt vielleicht daran, dass es so aussieht. Oh, kurz das Zeug einsammeln. Ja, und es hat sich richtig gelohnt hier, der grüne Loot. Richtig, richtig gut. Naja, gut. Ich würde sagen, das soll es dann gewesen sein für diese Episode. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne in unsere anderen Projekte mal reinschauen. Würde mich sehr drüber freuen und ansonsten, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal einschalten nicht vergessen. Dann geht's hier weiter bei Dungeon Defenders und ja, dann bekommt Betsy auf die Mütze. Also bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao.